Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind heute unterwegs bei schönstem Wetter. Wir haben etwa 20 Grad, es soll trocken bleiben. Also alles spricht heute für einen schönen Ausflug, eine wunderbare Übernachtung. Der Platz ist super. Da machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Das ist noch ein kleiner Fußmarsch. Bepackt, wie immer, volle Granate mit allem dabei. Und ja, der Hund ist auch soweit bereit. Also machen wir uns mal auf den Weg. Ja. Oh, das war ein Schuss. Das gefällt mir gar nicht. Okay, wir sind gerade angekommen und hören Schüsse. Weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video hören konnte, aber das müssen wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Wobei ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da jetzt gejagt wird. Wir haben, mal gucken, 16 Uhr, das ist eigentlich viel zu früh am Wochenende. Ja, müssen wir mal im Blick halten, aber ich hoffe mal, dass wir nicht wieder abbrechen müssen. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier an unserem Spot angekommen. Wie gesagt, wir waren ja schon mal da gewesen letzte Woche und hatten mal das neue Tarp probiert aufzubauen und fanden das hier eigentlich ganz cool. Naja, wir bereiten jetzt mal alles vor und schauen mal, was uns heute hier erwartet. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Der Grund, warum wir hier ein Tarnnetz benutzen, ist etwa hier 200 Meter entfernt. Da geht ein Weg entlang. Und wenn ihr mal seht, hier hinten ist es relativ offen. Das heißt, wir liegen eigentlich so auf einem Hügel. Und ich vermute, dass man das sehen könnte. Zumindest später, wenn wir Licht machen, würde man das mit Sicherheit sehen. Noch nicht ganz fertig, aber zumindest mal die Basis steht. Schauen wir mal rein. Ich habe hier einen Mückenschutz. Also die Mücken sind doch schon ganz schön aktiv. Hätte ich eigentlich so gar nicht erwartet. Aber ja. Dann haben wir hier eine Isomatte drunter. Schlafsack. Hier ist dem Aris sein Setup. Der hat eine Isomatte und ein Fell. Und den Miltec Schlafsack. Das reicht für ihn. Ja, und dann, wenn wir später dann schlafen gehen, machen wir einfach hier zu mit dem Hering fest und schon haben wir eine echt coole Unterkunft. Wir machen jetzt einen kleinen Abendspaziergang, genießen den Sonnenuntergang und schaut mal da, da ist das Lager und jetzt begeben wir uns mal zum Weg. Das ist jetzt der Weg, von dem ich gesprochen habe, der geht hier runter
Und wir liegen quasi hier irgendwo. Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, weil man sieht es einfach nicht. Aber natürlich, Feuer und Kochen können wir erst machen, wenn die Sonne weg ist. Sonst würden wir uns hier direkt verraten. Deswegen drehen wir hier jetzt noch ein schönes Ründchen und genießen den Sonnenuntergang. Also liebe Hundebesitzer, das ist ja wohl ein Joke, oder? Mal ehrlich jetzt. Also, da wäre es doch besser, den Hund einfach hier in die Pampa scheißen zu lassen, anstatt es in Plastik zu packen und dann hier liegen zu lassen. Also, manchmal, da zweifelt man echt an den Menschen. So, jetzt sind wir ready. So langsam wird es dunkel. Ich habe hier meine Fleischspieße schon mal aufgespießt. Die Chips sind fertig. Die lasse ich mir jetzt schmecken. Sieht gut aus. Boah, qualmt das. Puh. Auch diesmal habe ich mir wieder Met mitgebracht. Den mache ich mir jetzt schön warm und genieße den in aller Ruhe. Hier ist mittlerweile alles richtig stockeduster. Deswegen macht Filmen jetzt auch nicht mehr wirklich Sinn. Ich trinke jetzt noch mein Met und ja, dann werden wir noch ein bisschen ins Feuer klotzen und dann ist auch schon Zeit für ins Bett. Hier gibt es jetzt den Met. Schön warm. Super. Einwandfrei. Ja, es liegt da hinten, der ist müde. Trinken jetzt noch den Met fertig und dann geht's ab ins Bett. Ja, wir haben uns jetzt ins Bett verzogen. Wir sind müde, es ist jetzt auch schon ja, 10:30. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. Wenn irgendwas Besonderes heute Nacht sein will, mache ich die Kamera noch mal an. Ansonsten sehen wir uns morgen. Gute Nacht.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr seht hinter uns, da geht schon die Sonne auf. Der Aris, der hat sich hier mal auf seinen Schlafsack und seine Isomatte gefläht. Ich trinke hier noch gerade in Ruhe meinen Kaffee. Und ja, dann werden wir so langsam ans Abbauen gehen. Und dann ist unser Overnight auch schon zu Ende. Die Nacht war ganz okay. Kälter als gedacht, muss ich echt sagen. Also tagsüber 20 Grad, da haben wir hier geschwitzt und nachts waren es, glaube ich, ja, 4, 5 Grad. Also ja, aber war okay, das Setup war gut. Gefroren habe ich nicht, der Hund hat auch gut geschlafen. Ja, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, lasst ein Abo da, verpasst keine Videos, unterstützt den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Du kannst hinlaufen. Los, geh mal.